So, okay, dann machen wir jetzt noch das Spiel zu Ende. Dann arbeiten wir jetzt noch die anderen ab. Das ist der. Bringen wir die anderen Seelen noch irgendwie. Sofern sie denn mitkommen. Ist immer ein Vorteil. Das finde ich, das ist jetzt wirklich. Sorry, das ist alles wie ist. Ich habe in der Pause mal ein bisschen recherchiert. Soll wohl damit gemeint sein. Jetzt machen wir uns hier heim mit dem Pilz. Soll wohl eine Anspielung sein an. Weil Arturi hat uns erzählt, dass der im früheren Steams, zu früherer Zeit, dass er noch da war, hat er und erzählt, dass er, da kam die Geschichte auf, dass zu Lebzeiten die Stella schon verlassen hat, weil er uns immer dann die einfach abgehauen ist, um ein Wort zu sagen. Das soll wohl jetzt eine Anspielung dran sein, dass der auch einfach abgehauen ist und nach dem Abendessen ohne ein Wort zu sagen. Ah, das finde ich jetzt. Es ist echt ein. Echt das dümmste Ending, was du hier haben kannst. Mit Arthur. Das Astrid die Leben voll ausgerüstet. Ist jetzt auch wieder so ein Ding. Und weißt du. Ich habe keine Ahnung wie. 3 von 6 haben wir doch irgendwie gemacht. Müssen wir was zu essen geben oder was? Bezahl die Kühe des Holzarbeiters von 55 Glimmen. Sondern des Holzarbeiters in Augsburg nichts. Oh, ein Schmiede. Das Bauernhaus müssen wir mal holen. Und dann die wahrscheinlich letzte Seele aufs Schiff zu holen. Oder auch nicht, wenn ich das hier so sehe. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich das noch weiter spielen will. Wir haben den Süden noch zu erkunden. Fahren wir nochmal hier bei Alberts Werft. Wir haben jetzt ein paar Seelen dazu bekommen, da können wir. Ich noch eine Schiffserweiterung machen. Dann vielleicht noch ein, zwei Seen dazu bekommen. Das nehme ich dem Spiel irgendwie ein bisschen übel. Die Sache mit Arthur. Ganz alleine zu leben hat schon immer etwas Großartiges. Allerdings dieses Spiel nicht zu Ende zu spielen wäre auch ein bisschen blöd. Naja, es ist schon. Ein großer Arschloch immer gewesen gerade. Auch in der Pause gelesen, dass man am Anfang hat, das habe ich ja schon vergessen. Am Anfang sagt uns eigentlich der ehemalige, der Charon, der ehemalige Seelenfährmann, er sagt uns, dass wir dass keine Seele von alleine gehen kann, dass keiner
dass die Erde unsere Hilfe brauchen und zur unserer Seelenfurt gebracht werden müssen. Finde ich auch so ein bisschen, was dann gerade mit Arthur passiert. Wir müssen jemand lernen, wie wir durchsichtige Glasblätter herstellen. Glas im Sägewerk schneiden. Vielleicht. Ich hab die jetzt nicht. Ja, aber ich glaube kein Glas. Na doch. Rinder von Dübert wäre anders. Fahrzeuge. Hilfe an Gerichte. In der roten Hut riecht wieder. Und die Kleiner sind schön. So, den nehmen wir mal zur Werft. Schauen wir mal, was wir da vielleicht machen können. Okay, da können wir Schmiede können wir damit bauen. Quarz. Pulver und Zinkbarren. Eschenbrücken und Zinkbarren. Da brauchen wir drei Seen. Dunstklärer, da brauchen wir drei Seen. Wofür? Okay. Galionzüge 60% schneller. Gut, Diamanten finden wir später noch. Sonnenballade. Koralstroß. Erstmal brauchen wir das hier. Oh, Seidenstoff abgefülltes Ektoplasma. Kristallglas. Okay, da brauchen wir noch ein Weilchen, dass wir das kriegen. Und erschrockener Wal. Die Schiffe noch größer machen. So viel geht haben wir noch lange nicht. Zuerst würde ich das hier mal machen. Für die Meistersache. Schmiede, Kuhstall und Keller. Es gibt Kühe in dem Spiel. Wir haben wahrscheinlich noch nicht angehört, dass das Ende reicht. Der Zinkbaum Quarzpulver müssen wir herstellen. Zinkpulver und Quarzbarren. Alles klar. Da wirst du einen Zink haben. Oh wait, wir können die Flaschen verarbeiten. Sprich zu Scheiben. Also.
Glas. Dann machen wir da mal was ins Platten. Okay, so können wir Glas herstellen. Du willst es dann schneiden, um Glasplatten zu bekommen. Nö, kann man nicht. Brauchen wir dann die Schmiede dafür. Mehr Barren als wir hier mit dem einzigen Zink herstellen können. Ein Zinkbarren haben wir hergestellt. Ich glaube, das reicht nicht. Wir müssen noch mehr Zink holen. Zehn Zinkbarren, okay, da sind wir noch weit von entfernt. Das Quarz können wir hinkriegen. Dann noch mal seine Nachtruhe. Wir haben auch nur einen. Großartig. Dann machen wir das wohl später. So, welche Quest gehen wir jetzt als nächstes an? Okay, bis wir im nächsten Bereich kommen, brauchen wir jetzt noch ein bisschen Schmiede bauen. Können wir erstmal das Ding im Brett verbessert haben, also Schmied können wir noch nicht. Das heißt, wir erkunden erstmal noch die Gegend dort unten im Süden. Und zweiten Winter guckt, das war Dingens brauchen. Genau. Da fahren wir noch nicht, dann fahren wir mal dorthin. Dann haben wir es auch, glaube ich, fast schon erkundet. Weil da sehe ich schon die Grenze. Jetzt braucht es nochmal für den Schafspferd. Nehme ich raus. Hechenbrütter 32. Jetzt gehen wir doch hin. Jetzt bin ich aber gespannt, was aus dem Pilz wird. Und jetzt die Magic Mushrooms einverleiben im Spiel.
Und das Hemdknochen mit die Pilze wird. Mysteriöser Pilz. It's me, Mario. Habe ich ja jetzt übrigens auf DVD, auf Blu-ray. Mario Fuhr. Bitte was? Hi. Wow. Der Hut ist so groß. Man sieht dir die Katze an. Wow. Bin ich in einem Garten? Ist das ein Schiff? Auf dem Wasser? Oh, abgefahren. Frank. Das war mit mir im Boden. Bis dann. Obolus. Ich glaube, wir haben eine neue Seele an Bord geholt. Jetzt wird das nichts für mich. Ein laufender Pilz, ein redender Pilz. Ich glaub's nicht. Schläft das jetzt in meinem Bett? Och süß. Jetzt ist zusammengekauert. Du bist nicht mehr da, der mich nervt. Bei Gewitter. Das mich geweckt, dein Zimmer ist kratzig. Hier schlafe ich nicht gerne. Wo soll ich schlafen? Im Gästehaus? Ja. Ich könnte Stanleys Zimmer daraus machen. Kapiert? Danke, Riesenhut. Der ist süß. Den behalte ich. Ich glaube, mit Schmieden kann man dann, warum auch immer, was auch immer das für einen Sinn macht, wenn man dann dort ein Glas dann schmieden. Wir brauchen Holz, Eichenholz. Ich habe da mal. Geflückt. Ja, 32 wird noch nicht reichen. Ich bin zufällig ein bisschen was zu essen dabei, oder? Eine Pilzsonne anbieten können. So gemein. Ein Kritz Gemüse. Pilzsonne haben wir gerade leider nicht, aber ich habe keinen Hunger. Schon komisch, weil ich sonst eigentlich immer Hunger habe. Und gerade aus irgendeinem Grund hast du vor kurzem was zu essen gegeben. Du könntest liegen. Das ist cool, hier ist so viel Platz. Dann könnte ich mich gewöhnen. Ist denn nicht immer fantastisch? Ah ja. Flohzahnküste entdeckt.
nur noch rüber, wenn er im Rüben fällt. Und hätte schon wachsen. Und hier. Okay, Container City. Dann müssen wir wohl noch höher klettern können. Jedenfalls guten Tag. Es freut mich, dass du was gesagt hast. Wäre seltsam gewesen, wenn du einfach nur an mir vorbeigegangen wärst. Gut, das ist alles. Schönen Tag noch. Aber wir können irgendwann mal klettern. Gab es nicht schon die eine Sache, wo wir ein Obus für gebaut haben? Okay, können wir erstmal nicht hoch. Dann lassen wir es erstmal. Vielleicht kriegen wir noch einen Dreifachsprung oder so. Und das Ende der Welt. Jetzt auch nochmal ein Fisch. Augsburg gab es einen Schrein. Jetzt sollten wir mal hin. Stella? Sieh nur, Riesenmut. Ich habe getan, was du mir geraten hast. Das Gästehaus ist jetzt Stanleys Zimmer. What? Ist aber noch nicht ganz fertig. Ich brauche noch ein paar Dinge, um es zu verschönern. Möchtest du mir helfen? Wenn es dir nichts ausmacht, das wäre super. Ich brauche Leinenstoff. Bastel etwas. Ich kann nicht sagen, was. Es ist ein Geheimnis. Aber den Leinenstoff? Das könnte sein. Leinenstoff. Hast 34. Und der ist ganz weich. Vielen Dank, Riesenhut. Du bist der Beste. Ich kann nicht glauben, dass ich auf einem Schiff bin. Vorhin habe ich eine Möwe gehört, glaube ich. Das ist so cool. Also glaube ich zumindest. Vielleicht war es auch eine Taube oder mein knurrender Magen. Aber falls es eine war, ist es ziemlich cool. Das ist nur für einen großen Jungen. Da putzt eine Butze drin. Das Pappfenster, was aufklappt. Interessant. Bäh, was ist das? Das ist das Obst drin. Und es ist eklig, nein, dann kriegen wir mit. Die Pilzpfanne. Es riecht echt komisch, Riesenmut. Das ist das Zeug der Gemüse. Sieht nämlich völlig nach Gemüse aus. Ich kenne Gemüse. Gemüse ist eklig. Popcorn. Das ist zwar auch Mais, aber egal. Das ist so lecker. Am Abend haben wir ihn noch nicht. Sandwich World entdeckt. Dann fahren wir doch mal hin, wenn wir schon mal da sind. Ist abgeschlossen.
So, dann kriegst du. Aha. Wer wollte denn die Wunderroulade und was hat mir davon erzählt? Aha. Aha. Irgendwer meinte. Sandwich-Mode entdeckt. Haben das nicht gerade schon gemacht? Ach. Merkwürdig. Früher war es richtig cool hier. Total angesagt und kreativ. Ich kann mich an eine Party erinnern, bei der. Warte mal. Kann ich mich an eine Party erinnern? Da war ich alleine. Ich erinnere mich an Leute. Warte mal auf Leute und völlig verwirrt. Ah ja. Ein Schaf. Lass dich nicht stören. Werbetafel haben wir hier. Knoblauchsamen. Das ist ein Knobi-Brot. Ich liebe Werbung. Sie sagt mir immer, was ich. Sagt mir, was ich denken soll. Das ist keine Wissenschaft. Es ist eine Art zu leben. Ja, sicher. Okay, hier haben wir eine. Glühbirne. Können wir wohl nicht anzünden. Oh, was machst denn du hier? Hey, Riesenhut. Weißt du, wie man den Sender wechselt? Da läuft nur Werbung. Das hasse ich. Wenn wir schon so einen großen Fernseher haben, sollten wir nicht nur Werbung schauen. Das ergibt doch keinen Sinn. Werbung mit großem Fisch gefällt mir aber. Er sieht so freundlich aus. Oh. Das ist super, ja, das ist wirklich super. Die Umarmung von ihm. So krass, großartig. Oh. Olivensamen, oha. Das ist auch was Neues. Hier gehen wir ganz nach unten. Die anderen weiß auch noch nicht. Maulbeersamen, damit ist echt. Da gibt's Sachen. Das hat sich ja mal gelohnt, hier frei zu schauen. So, ab ins Bett mit dir, Kleiner. Das ist ja. Ist der mit auf die Insel gekommen? Ich habe schon meinen Arthur-Ersatz gefunden. Meine Motivation, das Spiel weiter zu spielen. Da wollten wir hin.
Hey, in diesem Zimmer fehlt was. Oh, ich weiß. Ich brauche eine coole Deko. Und es ist abgefahren. Es ist ein Schatz. Und es glänzt und wertvoll aussieht. Mit irgendwelcher Tant. Egal was. Ein Geschenk. Mit deiner Bitte, Riesenmut. Das kriegen wir hin. Tant. Wer ist mit einer Statue? Und die gebrüßte. Was haben wir ihm jetzt gegeben? Die Wüste? Hab ich aufgepasst. Da hat das scharfste Fußball eingesetzt. Wir gehen gleich Kometen jagen. Ach, dafür war er zuständig.